So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich will jetzt am Anfang noch auf ein paar kleine Sachen eingehen, die ich letzte Folge vergessen hatte. Und zwar, wenn wir Stellen des Sims, habe ich es völlig verplant, die andere Kleidung zu machen. Also, wir haben jetzt nur die Alltagskleidung, glaube ich, definiert, aber so die Ausgekleidung, die Badekleidung und alles haben wir vergessen. Aber ich glaube, das kann man nachträglich auch noch anpassen und das machen wir irgendwann jetzt in die nächsten paar Folgen. Da schauen wir, dass wir das zeitnah hinbekommen. Aber schauen wir mal, was jetzt so an Kleidung zufälligerweise da reingekommen ist. Das ist vielleicht ganz lustig. Naja, egal. Das zweite ist, ich habe einen 34 Zoll Monitor mit einer 21 zu 9 Auflösung ist das, glaube ich. Wollte ich mal fragen, wie ihr das findet. Vielleicht könnt ihr mir da in die Kommentare schreiben, ob das gut ist oder ob ihr lieber 1080p habt und dafür, also so die Standardauflösung, sage ich mal, ist das. Und dafür halt die Objekte im Video ein bisschen größer habt und auch die ganzen Schriften ein bisschen größer. Und ob das vom Format auch in diesem 21 zu 9 gut ist oder ob ihr eher ein normales 16 zu 9 bevorzugt. Weil ich hätte noch einen anderen Monitor oder vielleicht kriege ich es auch mit dem Monitor hin, dass ich dann in diesen Auflösungen und Formaten aufnehmen kann, wenn euch das besser gefällt vielleicht. Genau, dazu wollte ich noch sagen, so Gaming-Videos soll nicht das Einzige sein, was ich vorhabe zu machen in Zukunft, sondern ich will vielleicht auch ein bisschen was über Technik und Produkte sprechen. Wo ich vielleicht jetzt auch zu meinem nächsten Thema komme. Ich nehme ja auf einem MacBook zurzeit auf. Also ich habe keinen Windows-Rechner, aber vielleicht bald. Also ich habe einen halben jetzt schon da. Ich habe mir überlegt, oder ich wollte mir schon immer mal einen Gaming-PC kaufen und habe mir jetzt die Teile auf Amazon gekauft. Ich werde mir selber einen bauen. Einen Rechner bauen. Und ja, vielleicht mache ich da auch ein Video drüber, wie ich den zusammenbaue. Weiß ich nicht, ob ich das so tutorialmäßig mache, weil ich selber wahrscheinlich nicht die beste Ahnung davon habe, aber vielleicht filme ich das Ganze und rede ein bisschen drüber oder ja, schauen wir einfach mal. Genau, das sind so die Dinge, die ich jetzt mal ansprechen wollte. Und dann mit dem neuen Computer kann man dann vielleicht auch andere Spiele in guter Auflösung spielen und alles schön und toll. Genau, das ist jetzt so das. Zu den weiteren Formaten vielleicht noch kurz. Ich hätte vielleicht auch Vlogs machen wollen oder so, aber muss ich mal schauen, eben, ich will meinen Videobereich eben weit strecken. Das, was mir halt so Spaß macht, das werde ich machen und das, was nicht, halt nicht. Ne? Also mal schauen, was so kommt. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier weiterkommen. Wir haben ja letzte Folge aufgehört, wir haben unseren Sim erstellt. Jetzt schauen wir, wo wir hinwollen. Ich habe mir überlegt, vielleicht hier aufs Land schön, ne? Ein bisschen Wasser hier. Weil Wüste habe ich eher nicht so Lust, das ist nicht so meins. Das schaut mir alles so städtisch aus. Ich würde mal sagen, wir gehen gemütlich aufs Land. Ne? Da haben wir unsere Ruhe, da können wir unseren Hobbys freien Lauf lassen. Gut. Jetzt haben wir ein paar Grundstücke, die frei sind. Ich will selber bauen. Deswegen können wir uns hier irgendeine Hütte aussuchen. Also ein Ding. Da ist sehr teure Gegend hier anscheinend. Obwohl das ja die gleiche Größe ist mit 30 mal 20. Genau. Ich würde fast sagen, hier haben wir quasi am Garten dann den Fluss. Das schaut, glaube ich, dann ganz nett aus. Willst du dann kaufen wir einfach mal hier das Grundstück? Genau, und dann gehen wir da hin und dann schauen wir, dass wir was Schönes bauen. Unsere erste eigene Wohnung, quasi. So, muss erst mit der Kamerasteuerung wieder klarkommen. Ich hoffe auch, dass es von der Musik her nicht zu laut ist, dass ich nicht zu leise oder zu laut bin. Oh, ein bisschen war es eben laggy. Sondern dass das ganz gut hinhaut mit den Toneinstellungen eben. Gut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Und zwar brauchen wir Wände. Oh, schon ewig nicht mehr gespielt. Ich würde vielleicht schauen, dass ich. Entschuldigung. Hier ist ja auch so eine Angelstelle oder irgendwas wird das sein, denke ich mal. Dass wir hier vielleicht so ein bisschen Garten machen und ihr unser Haus eher hier hinten hinstellen. Ich glaube, da kann ich nicht bauen, aber so kann ich schon bauen. So würde ich vielleicht sagen, da haben wir vorne noch ein bisschen Platz, um den Eingang zu machen, quasi da, wo der Briefkasten ist. Und dann vielleicht so, das ist der Garten. Ja, so wird mir eigentlich ganz gut gefallen. Machen wir erstmal so. Ich will auch dann nichts drunter haben. Es gibt da diese. Ich glaube, es sind so kleine Terrassen irgendwie, die man so hinpacken kann. Aber das will ich jetzt nicht. Ich will einfach, dass das Ganze mal auf dem Boden steht und, glaube ich, letzte Folge gesagt, wie so ein Loft oder so vielleicht. Eben Eingang und Bad, so also dann alles in einem großen Raum mit Küche und Wohnzimmer und so Schlafzimmer hier. Genau, da schauen wir einfach mal, was draus wird, bevor ich jetzt hier zu viel quatsche.
Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen einen Eingang. Wir brauchen eine Eingangstür. Ui, was gibt's denn hier für schöne neue Türen? Die finde ich eigentlich ganz nett als Eingangstür, hä? Ist die in weiß so, hä? Muss man vielleicht hier die Eingangstür machen, ja? So. Sieht doch ganz nett aus. Muss man schauen, dass wir mit dem Geld klarkommen. Wir brauchen ja noch Geld für den Computer, dass der sich da auch einen Job suchen kann, irgendwas in der Computerbranche. Und dass wir eben auch mit Spielen anfangen können, also mit Gaming. Und so, dass man dann vielleicht auch irgendwann streamen kann. Ich hoffe, dass das geht. Ich meinte das mal irgendwo gesehen zu haben, dass es das geht. Gut, Fenster gibt es ja auch neue, aber die finde ich jetzt gar nicht so hübsch. Die sehen so ein bisschen aus wie das amerikanische Fenster in diese Platten. Oh, nee. Das sind eher so. Ach, das sind so Schaufenster. Ja, wahrscheinlich steht es ja sogar. Fenster, sieh dir das mal an. Das ist also schaufenstermäßig. Wenn man quasi jetzt seinen eigenen Laden bauen will, dann kann man die hier machen. Geht ja auch. Habe ich mir auch überlegt, ob ich das vielleicht mache. Das wäre mehr sehen. Vielleicht gefällt uns das ja und dann machen wir das. So. Welche Fenster sind ganz hübsch? Das Oktofenster. Finde ich eigentlich gar nicht so hässlich. So, nur schauen wegen der Höhe. Wahrscheinlich eher so die Höhe, oder? Weil so ist ein bisschen niedrig. Das schaut dann komisch aus. Eher so die Höhe. Dann kann man doch hier das so machen und dann mal schauen. So auf die Höhe, hä? Mal gucken, wie machen wir das jetzt am blödsten? Vielleicht das so hier und kann man das dann. So, dass wir so mal so einen Zweierabstand haben, vielleicht, hä? Mal gucken. Ich hoffe, ich habe relativ symmetrisch gebaut. Aber es könnte hier auch ein bisschen unsymmetrisch sein, weil hier kommt eh noch dann unsere Terrassentür hin. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es hier nicht ganz symmetrisch ist. Wenn wir das jetzt so machen, nicht abbrechen. Hier kann man verkaufen. Dass man dann quasi. Warte mal, wie viel kostet. Okay, man kriegt den kompletten Preis wieder. Zumindest jetzt noch. Ist es wichtig, weil wir eh kein Geld haben. Lass mich hier dann halt eine Zweiertür machen. Vielleicht gibt es eine schöne Terrassentür, da kann man da mal gucken. Jetzt schau erstmal, dass wir das hier noch weiter kriegen. Wenn wir jetzt hier quasi an die 2 gehen, dann haben wir hier 2. Ja, das ist ein bisschen unsymmetrisch. Aber hier hinten kommt eh unser Bad hin, dann machen wir das mal so. Beim Bad brauchen wir vielleicht keine so großen Fenster, weil das soll uns ja auch nicht jeder sehen. Dann richtet man das dann noch so ein bisschen aus, ja. Ich glaube, das ist ganz gut. So, machen wir mal hier weiter die Fenster. Geht sich genau aus. Perfekt. So wollte ich das haben. Genau, so hier noch weiter. Ich weiß nicht, ob wir das hier noch hinsetzen. Das lasse ich erstmal, weil wir schauen mal wegen Bad. Brauchen ja da noch quasi noch einen Raum. Könnte man nicht gleich setzen. Jetzt habe ich das Zimmertool. So, ich musste mal kurz eine Pause machen, weil meine Festplatte voll war. Jetzt habe ich kurz ein paar Sachen gelöscht, jetzt haben wir wieder genug Speicher, um weiter zu spielen und weiter aufzunehmen. Gut, ich war gerade dabei, soweit ich das noch weiß, das Bad zu bauen und das bauen wir jetzt auch mal. Genau, ich würde mal fast sagen, vielleicht machen wir das auch ein bisschen unsymmetrischer, weil wenn ich jetzt hier anfange, dann ist das Bad nur 3 so Dinger groß und ich will es vielleicht 4 groß haben. Oder wir lassen das Fenster da, mal schauen, wie es ausschaut. Und dann gebe ich hier mal 3 vor. Dann hier 2 rüber. Und dann nochmal so. Und ich schließe es ab so. Okay, gut. Das soll dann unser Bad werden. Das wirkt zwar immer noch ein bisschen klein, finde ich, aber vielleicht passt es ja so. Genau. So, jetzt schauen wir nochmal nach Türen. Dass wir eine schicke Terrassentür finden. Da brauchen wir quasi eine, die 2 breit ist. Vielleicht so eine Glastür, hä? Für die Terrasse. Finde ich eigentlich ganz nett. Ist zwar ein bisschen groß, aber vielleicht finden wir da später nochmal was anderes. Die müssen wir ja nicht so lassen. Wir können ja alles verändern. Könnt ihr mir ein bisschen helfen, wenn ihr sagt, das passt besser oder das ist so besser oder was weiß ich. Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich immer über irgendwas, was ihr schreibt. Also bis jetzt, ich nehme es ja quasi gerade auf, während das erste Video hochlädt. Deswegen habe ich bis jetzt noch gar kein Feedback bekommen. Aber hoffe, ihr gebt mir ein bisschen Feedback, dass ich dann auch einschätzen kann,
wie gut oder schlecht ich spiele. So, zum Bad will ich eigentlich so eine Einsatztür, aber das habe ich mir gedacht, das Problem. Ha. Weiß nicht. Wir machen es einfach so. Muss ja nicht immer alles total symmetrisch sein, oder? Ich bin nicht 100% davon überzeugt, aber wir lassen es jetzt mal so. Und dann können wir weiterschauen. Gut. Wandfarbe. Ich will eigentlich von außen, dass es wie ein Standardhaus aussieht. Also jetzt nicht wie irgendwas Besonderes, was man bei den Sims so macht, sondern kann man hier alles weiß. Finde ich gut. Einfach weiß. Oh, hier ist nicht wie quasi bei einem ganz normalen Haus, was man bei uns so findet. Na, innen drin soll es nicht großartig anders sein, aber da will ich mal gucken. Da gibt es ja so Wandfarben, die so, ja, unten so eine kleine Leiste eben noch haben. Sowas halt vielleicht. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Würde ich jetzt mal lassen. Gut, im Bad gibt es da irgendwie so ein bisschen Fliesen, aber nur so halb. Irgendwas, was auch noch gut ausschaut. Ja, finde ich jetzt nett. So ein bisschen farblos bis jetzt noch, aber das kommt ja vielleicht noch. Gut, Böden. Ich hätte mir gedacht, wir nehmen einfach so einen Holzboden hier. Der überzeugt mich jetzt aber nicht so. Und der ist zu rot. Den ersten hier finde ich jetzt in Ordnung. Kann man mal kurz... Ja, so schaut es dann aus beim Spielen. Das passt auch zu den Rändern an die Wände, würde ich sagen. Ja. Upp, nein. Was? Falscher Knopf. Ich wollte wieder hier in den Baumodus. So. Genau, ich würde sagen, das Grundhaus-Layout, das Grundlayout vom Haus, würde ich sagen, steht jetzt erstmal so. Und ich würde sagen, beim Einrichten, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, hä? Dann machen wir hier heute erstmal Schluss. Achso, ich dachte gerade, hier ist was anders, aber das ist okay, wenn man das auswählt. Genau. Dann machen wir hier jetzt erstmal Schluss. Mit dem, was wir haben. Dach packt man nächste Woche drauf. Nächste Folge. Genau, hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zeigt mir ein bisschen Feedback in die Kommentare oder irgendwo. Würde ich mich freuen. Und dann noch einen schönen Tag und ciao.